Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video für euch. Ihr hört bestimmt wieder raus, ich bin krank, wie immer, erkältet, Halsschmerzen, Nase zu und alles, was es so gibt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mal endlich wieder ein Video für euch raushauen, weil es ja schon ein bisschen länger her ist, dass ich einen Glitch für euch hoch rausgehauen habe. Und diese ganzen neuen Patches sind alle rausgekommen. Ich habe kein Video dazu gebraucht, außer diese drei Gameplays von dem Heist-Update. Das sind auch die einzigen, die ich gespielt habe, ohne Witz. Das sind die einzigen. Darum soll es heute gar nicht gehen. Heute mal wieder ein RP-Glitch für euch. Ich habe mir wieder ein paar neue Missionen rausgesucht für euch. Aber mehr dazu seht ihr nach dem Intro. Und ja, dann kommt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen Glitch machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach die Mission aus der Beschreibung hinzufügen. Die Mission mit einem Kollegen starten. Hier könnt ihr sogar mit ganz vielen Leuten die Mission starten. Dann die Mission einfach spielen. Die ganzen Leute umbringen und wenn die keine RP mehr begeben, dann läuft einer zu den Koffern, sammelt die ganzen Koffer ein und wenn ihr dann die ganzen Koffer eingesammelt habt, drückt ihr alle R2, also wenn das Spiel zu Ende ist, drückt ihr alle R2, bis diese Mission neu startet und dann ist es so eine ganze Dauerschleife und dann geht das immer wieder und immer wieder und immer wieder R2 Spam und ja, das ist dann halt der sehr kleine Bug-Glitch, der immer noch nicht gefixt wurde von Rockstar, sodass die Mission wieder neu startet und ihr dann immer unendlich RP bekommt und ihr kriegt pro Koffer 100 oder 200 RP und das ist eine Methode, für die ihr nicht gebannt werden könnt, das ist das Gute, aber der Rest wird auf jeden Fall noch folgen, wenn ich irgendwas Neues finde oder sowas und ihr hört es ja raus, ich bin krank, ich habe Halsschmerzen, eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht machen und eigentlich gucke ich gerade El Clasico, also Real gegen Barca 1-1, aber ja, ich dachte, ich hau jetzt einfach mal das Video raus, habe es eben schnell aufgenommen mit Abonnenten und ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen hoch da, würde mich auf jeden Fall freuen, ansonsten abonnieren nicht vergessen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, je nachdem suche ich dann einen Glitch für euch. Und ja, ansonsten ja, sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.